RTV Vorarlberg. Aktuell. Die Partnerschaft zwischen Land und Gemeinden hält an. Die Vorarlberger Landesregierung und der Gemeindeverband haben ein Gemeindefinanzpaket vereinbart, das eine weitere Entlastung der Gemeinden im Sozialfonds und eine Neuregelung der Aufteilung der Bedarfszuweisung bringt. Vor allem strukturschwache Gemeinden werden noch stärker unterstützt. Sehen Sie jetzt die Zusammenfassung des gestrigen Pressefoyers. Das erste ist einmal die Frage, wie gehen wir mit dem Finanzausgleich, der zwischen Bund und Ländern und Gemeinden abgeschlossen wurde, im internen Verhältnis Land und Gemeinden weiter in Vorarlberg. Da haben wir einen gewissen Spielraum, weil uns im Jahre 18 ungefähr 67,2 Millionen Euro zur Verteilung an die Gemeinden zur Verfügung steht. Und davon 67,25. Und davon gibt es einen Anteil von 35%. Eine Höhe von 20,8 Millionen Euro, um den Betrag geht es jetzt ganz genau, der unter den Gemeinden neu verteilt werden muss. Und wir haben uns intensiv überlegt, wie wir strukturschwache Gemeinden unterstützen können, wie wir Strukturen stärken können, wie wir diese Mittel im Lande neu verteilen, und haben ein neues System an Parametern aufgestellt. Und es war ein großes Bestreben, jetzt einige Monate lang darauf zu achten, dass wir eine Verteilung finden, wo die Gemeinden nicht verlieren, auch die Einzelgemeinde nicht. Das heißt, wenn es durch interne Verteilung zu Verlierergemeinden kommt, dann werden diese ausgeglichen. Wir sind ganz knapp sozusagen hinzugekommen, ein Betrag von 380.000 Euro sind es, glaube ich, die übrig bleiben. Das ist der Gesamtbetrag für die sogenannten Verlierergemeinden. Alle anderen sind auch wirklich die Gewinnergemeinden. Und diesen Betrag gleichen wir aus. Also unterm Strich ist das Versprechen eingehalten worden. Keine Gemeinde soll durch den neuen Finanzausgleich, auch nicht durch die interne Verteilung im Land, verlieren, sondern wir versuchen, das bestmöglich auszugleichen. Es hat ja ursprünglich ganz andere Ansinnen gegeben, auf Bundesebene Parameter zu definieren, anhand derer Bedarfszuweisungsmittel von Wien ausgesteuert, ausgeschüttet werden. Und da bin ich schon sehr froh, dass es aufgrund auch gemeinsamer Anstrengungen der Länder und des Gemeindebundes und der jeweiligen Gemeindeverbände gelungen ist, dieses Ansinnen anzustellen. Für uns war enorm wichtig, waren zwei Themenkomplexe enorm wichtig. Zum einen das Thema der Transferzahlungen in den Sozialfonds. Es ist ein offenes Geheimnis inzwischen, dass diese Beträge oder Beiträge dynamisch wachsen in den letzten Jahren und die laufenden Gebarungen und Budgets der Gemeinden in einem doch nicht unerheblichen Ausmaß belasten. Zum anderen war uns wichtig, dass wir Mittel und Instrumente finden, um die Verwerfungen, die es aus dem bundesweiten Finanzausgleich gegeben hat, auszugleichen. Ich nenne hier als Beispiel die Abschaffung der Ertragsanteile nach Finanzkraft. Die wurden dem großen Ertragsanteilstopf zugeordnet, oder etwa die Abschaffung der Strukturmittel, und das hat im Land zu mitunter erheblichen Verwerfungen geführt. Aus diesem Grunde haben wir diese Parameter neu definiert, was den internen Finanzausgleich betrifft. Und was mich auch besonders freut, ist, dass wir die Bewertung der Finanzkraft der Gemeinden neu definiert haben. Die war bisher eigentlich ausschließlich anhand der Kommunalsteuer, des Kommunalsteueraufkommens berechnet. Und hier haben wir jetzt versucht, das Ganze zu objektivieren, sprich auch die Aufwendungen der einzelnen Gemeinden etwa im Bereich des Sozialen oder der Gesundheit mit zu berücksichtigen. Im Zuge des Pressefoyers nahm Landeshauptmann Markus Wallner auch erstmals zum umstrittenen Grundstücksdeal in Hart Stellung. Die Rücktrittsaufforderungen gegen Kutschera, der bei diesem Grundstücksverkauf als Vertragserrichter tätig war, hält Wallner für nicht gerechtfertigt.
Dadurch, dass er sich über mehrere Tage mit dem Thema beschäftigt und auch das Gerichtsurteil studiert habe, sowie sich mit Betroffenen unterhalten, kam er zu dem Schluss, dass die Vorwürfe gegen seinen Sozialsprecher Kutschera völlig haltlos seien, erklärt Wallner. Kutschera habe sich, seiner Meinung nach, nichts zu Schulden kommen lassen. Wichtig ist mir noch in der Öffentlichkeit zu sagen, es ist schon ein falscher Eindruck auch entstanden und vielleicht gibt es Dinge, die immer noch nicht ganz klar sind. Es handelt sich beim Grundstück selber, das wird der Bürgermeister bestätigen können, und dem eigentlichen Rechtsgeschäft dahinter um einen Sechstelanteil. Ich bin wirklich viel unter der Bevölkerung und das verstehen die Leute immer noch nicht. Und sie glauben immer noch, es handelt sich ums gesamte Grundstück. Handelt es sich nicht in dem Zusammenhang. Es war immer die Absicht dieses Kaufs oder Verkaufs, eine landwirtschaftliche Nutzung auch für die Dauer herzustellen, auch weil das Grundstück nie anders genutzt war. Auch das ist in der Öffentlichkeit, glaube ich, zu wenig klar geworden, dass es in der Verkaufsabsicht und auch in der Kaufabsicht um eine landwirtschaftliche Nutzung in dem Zusammenhang geht. Was mir auch wichtig ist zu sagen, das ist in der Gesamtbeurteilung entscheidend. Das Rechtsgeschäft ist nie gänzlich zustande gekommen. Auch das weiß die Öffentlichkeit zu wenig. Man geht davon aus, das Rechtsgeschäft wurde abgeschlossen. Wurde es nicht. Weil ja beim ersten Aufkommen von Zweifeln an der Geschäftsfähigkeit von Herrn Schelling der Abgeordnete Kutscherer einen Stopp verfügt hat. Das heißt, die Verbücherung hat nicht stattgefunden, das Geld ist nicht geflossen, sondern am Treuhandkonto geblieben. Eigentlich eine sehr sorgfältige Vorgangsweise. Wenn ich sage, ich warte jetzt einmal ab, was eine Gerichtsentscheidung bringt, jedenfalls ist der Verkaufsvorgang und das Rechtsgeschäft nicht zu Ende geführt worden. Ich glaube, die Öffentlichkeit sollte das wissen und nicht glauben, irgendjemand hat sich jetzt etwas unter den Nagel gerissen, sondern das Rechtsgeschäft ist nicht abgeschlossen worden. Der Vertrag wurde als nichtig erklärt durch die Geschäftsunfähigkeit, die das Gericht bestätigt hat. Am vergangenen Freitag öffneten die Unternehmen der Lauteracher Firmengruppe I&R ihre Werkstatttore zum ersten I&R Lehrlingsinfotag. An vier verschiedenen Standorten in Lauterach konnten sie sich über 7 Lehrberufe informieren. Zahlreiche Jugendliche nutzten mit ihren Familien die Gelegenheit und schauten Baumaschinen oder Zerspannungstechnikern, Fensterbauern, Maurern, Tiefbauern und Zimmerern über die Schulter. Die Lehrlingsausbildung ist eine wichtige Säule in unserer Unternehmensgruppe und einer unserer Erfolgsfaktoren, so Joachim Alge und Reinhard Schertler, Eigentümer und Geschäftsführer der I&R-Gruppe. Im Theater am Saumarkt in Feldkirch, das heuer sein 40-jähriges Bestehen feiert, begrüßte Landesrat Christian Bernhard gestern Dienstag zahlreiche Kunst- und Kulturschaffende zum Kulturtreff. Das Theater am Saumarkt sei ein wichtiger regionaler Kulturvermittler, das in vielerlei Sparten, Theater, Literatur, Musik, Film und Ausstellungen aktuelle kulturelle und künstlerische Strömungen aufgreife, so Bernhard. Er gratulierte Geschäftsführerin Sabine Benzer und ihrem Team für deren engagierte Arbeit als Kooperationspartner für Kulturschaffende und bewährte Einrichtung für alle an Kunst und Kultur Interessierten. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Der heutige Mittwoch startete noch mit einigen letzten Frühnebelfeldern. Am Nachmittag überwiegt dann der Sonnenschein mit Höchstwerten um die 19 Grad. Morgen Donnerstag kommt der goldene Oktober allmählich auf Touren. Es wird im ganzen Ländle sonnig. Die Temperaturen steigen dazu in allen Höhen etwas an. Auch am Freitag überwiegt der Sonnenschein und es bleibt herbstlich warm. Im Hochgebirge herrscht kräftiges Tauwetter. Am Samstag wird es bis auf ein paar Frühnebelfelder untertags sonnig. In den Bergen wird es relativ mild und somit herrscht ideales Wanderwetter. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Famos und Wettering.at.